Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Ortmann, immer am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht und auch auf dem jüdischen Friedhof in Güstrow wurde am Montag daran erinnert. Was war denn Schwerpunkt in diesem Jahr? Am 9. November 1938 brannten die Synagogen in unserem Land, aber auch hier in Güstrow. Na und? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und ich denke, es ist dran, sich zu überlegen, was ist damals passiert? Warum ist es passiert? Wir wollen es nicht vergessen. Denn Mitbürger in Güstrow sind vertrieben, sind umgebracht worden. Das war der Anfang. 1945, in diesem Jahr, jährt sich ja zum 70. Mal das Kriegsende. Der Brand kam hierher nach Deutschland. Der Anfang war, dass Menschen nicht widersprochen haben, als hier in Güstrow die Synagogen brannten. Und das wollen wir nicht vergessen, das wollen wir in Erinnerung bringen, dass Unrecht immer wieder auch zurückkehrt zu denen, die Unrecht tun. Das Thema lässt ja auch ein bisschen aufhorchen, weil gerade jetzt auch wieder einige Flüchtlingsunterkünfte leider immer wieder in Flammen gesteckt werden. Kann man da überhaupt eine Verbindung ziehen? Ja, natürlich. Wenn ich etwas anstecke, dann will ich etwas vernichten. Warum will ich etwas vernichten? Vielleicht, weil ich auf Schwächere eintrampeln will, vielleicht aber, weil es mir Angst macht, weil ich das, was mir Angst macht, beseitigen will. Aber hier geht es um Menschen. Menschen, die damals vertrieben werden sollten, umgebracht wurden. Heute kommen Menschen, die in Not geraten sind. Sie brauchen unsere Hilfe. Und die Frage ist, wie will ich mich dazu stellen? Und es gibt die Antwort, dass manche mit Feuer dies verhindern wollen, dass es bei ihnen ist, dass eine Asylbewerberunterkunft sein soll. Ist das die Lösung? Ist das das, was wir wollen? Ja, die Frage ist ja vielleicht auch, was könnten oder sollten wir tun, damit es also nicht so weit kommt wie 1938. Also wie sollen wir mit dieser Situation jetzt umgehen, mit dieser Flüchtlingssituation? Ich denke mal, dass es eine Situation ist, die uns vor große Herausforderungen stellt. Keiner hat eine Lösung. Aber ich denke auch, in so einer Situation ist es gut, nachzudenken. Was ist jetzt dran? Wie können wir dieses Problem gemeinsam lösen? Und was ist mein Anteil daran? Jetzt ist ja gerade auch die ökumenische Friedensdekade und die steht unter dem Motto Grenzerfahrung. Zielt dies auch auf die aktuelle Situation ab? Ja, natürlich. Was ist denn eine Grenzerfahrung? Mir wird eine Grenze gesetzt, ich muss einhalten in meinem Lauf. Und nun kann ich natürlich sehen, dass ich das, was mir Angst macht, was mich stoppt, beiseite schieben mit Gewalt. Oder ich kann gucken, wie kann ich diese Situation gestalten? Und ich denke, das ist dran. Denn was hier passiert, die Menschen, die jetzt nach Europa kommen, sie kommen aus Gebieten, in denen Krieg ist. Wir in Deutschland sind der viertgrößte Waffenlieferant in die Welt. Das heißt, wir verdienen an dem, was in der Welt geschieht. Das Flüchtlingshilfswerk von der UNO muss die Rationen um die Hälfte im Libanon in den Flüchtlingslagern kürzen. Wenn ich eine Familie habe, oder ich habe eine Familie, wenn ich meine Familie überleben lassen will, mache ich mich auch auf den Weg dahin, wo meine Familie leben kann. Und nun kommen die Menschen zu uns, weil wir nicht bereit sind, dort zu helfen. Immerhin auch als, ja, wir verdienen durch die Globalisierung. Und nun kommen plötzlich die Menschen und sagen, wir gehen dahin, wo der Reichtum ist. Ist das von der Hand zu weisen? Ist das nicht zu verstehen? Und können wir nicht auch wirklich abgeben von dem, was wir an Reichtum haben? Ich denke, es muss uns nicht in Unruhe versetzen, sondern wir müssen diese Situation gestalten. Grenzerfahrung will gestaltet werden. Und da gibt es ja auch einen Film am Donnerstag, dem 12. November. Vielleicht sollten wir da noch mal einen Satz dazu verlieren. Ja, wir haben ja nicht nur das Gebet am Montag auf dem jüdischen Friedhof, sondern wir haben die Friedensdekade. 10 Tage im November beten wir hier in der Pfarrkirche, in der Taufkapelle für den Frieden. Und am Donnerstag wird am Anschluss an das Friedensgebet ein Film im Markt 31 im Gemeinderaum gezeigt, Piroge.
Da wird es wird ein Schiff begleitet auf dem Weg nach Europa. Menschen flüchten in diesem Boot und was sie auf dieser Flucht erleben, das wird dargestellt und wird gezeigt. Und dazu laden wir herzlich ein. Im Anschluss an das Friedensgebet gehen wir rüber in den Gemeinderaum und gucken uns diesen Film an. Ja, vielen Dank für die Informationen und es ist ein Thema, was uns wahrscheinlich noch längere Zeit beschäftigen wird. Danke. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.